Alter, das ist aber ein mächtiges Teil hier, ne? Wenn ich es mal so sagen darf. Uiuiui. Flugabwehrtürme. Was, was, was? Lass mich. Ich wollte nur vorbeifliegen. What the hell? Da wollen wir hin. Ja, die können aber weit schießen. Oh, die können aber weit schießen. Boah, bin ich auch noch verfolgt? Ja, klar. Komm her, Alter. Mach dich platt. Noch Fragen? Da. Oh, Essen. Schnell. Es gefällt dir, Fury. Das ist die Basis, wo ich erzählt habe. Da du an dem Punkt der Handlung noch nicht bist, ist dann nur so Luftabwehr. Aber ansonsten müsste die noch leer sein. Ah, okay. Ja, aber das ist hier. Ach, guck mal, eine Zeichnung. Das ist hier eigentlich Stufe 7, ne? Also das ist eine Mission, die gerade aktuell ist, sag ich mal. Hm. Ja, aber das bringt ja nichts, ne? Wenn ich jetzt da reingehe und die auseinandernehme, die kommt dann im Laufe des Spiels wahrscheinlich nochmal, ne? Na, hier ist aber tote Hose. Zu untersuchen. Zinker. Okay. Ist aber ziemlich tot. Du kannst sie gar nicht besiegen. Also jetzt noch nicht. Ah ja, okay. Okay. Ja gut. Ich wollte jetzt eh zu dem... zu dieser Mission da. Ist das noch weit? Oh ja, komm, da fliegen wir. Da fliegen wir hin. Aber unterm Radar. Ja, und wie geht's dir so? Alles in Ordnung? Bin ja jetzt seit... heute ist Donnerstag. Seit gestern wieder am Arbeiten. Oh, hier. Was war hier los? Bleib doch stehen! Digga! Okay. Oh! Okay. Der hat mich quasi... oh nein, nein, nein. Hinterrücks erwischt. Oh Gott, Alter. Was Geräusche. Mach doch sowas nicht mit mir. Ja, ja, das ist er, ne? Er ist das, wo mir angezeigt wird. Okay, wir versuchen es mal so. Jupp. Ist das nur einer? Ich will es mal schwer hoffen. Komm her, du Weichei. Ich mach dich platt, Alter. Komm doch, komm doch. Oh. Ein Signal? Das muss ich untersuchen.
Okay. Robo-Dog. Bitte. Hajir, ich konnte die Bestie erlegen. War nicht leicht. Ja, war schwer. Ein Thanator. Stark und schnell. Mit einem komischen Halsband. Mein Sid empfängt ein Signal von der Leiche. Einen Zugangscode? Vielleicht vom Halsband? Nein. Das Signal kam aus dem Bauch, glaube ich. Vielleicht hat es ein Gerät verschluckt. Die sind robust. Trier hat den Funkverkehr der RDA abgefangen. Nördlich des Steinklingengrats ist ein gefährliches Tier. Vielleicht dasselbe. Boah, Alter. Da haben die dem Haken eingepflanzt. Das ist ja übel. So, was haben wir noch? Pneumatischer Turm Charlie. Naja, die sind sowieso Level 18. Okay. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Luft, würde ich mal behaupten. Bis wir da hingehen. So, jetzt muss ich mir mal einen kleinen Weg ausdenken. Sag mal, diese Mechs. Also ja, da sind hinten sind Schwachstellen. Aber gibt es Möglichkeit, die heimlich auszuschalten? Weil ich habe so das Gefühl, bei denen wird halt immer geballert, ne? Muss ich immer ballern? Und dadurch werden die anderen ja aufmerksam, ne? Mit einem starken Bogen, okay. Den habe ich ja noch nicht. Der kommt noch. Pandora, killt dich die Luft nicht, tun es die Eingeborenen. Ich habe genug gehört. Oh, was ist denn hier los? Swoopylicious, einen wunderschönen guten Abend. Ich hab dich ja schon richtig vermisst. Na, alles gut? Ich hab gehört, du hast nächste Woche Urlaub. Wie hast denn das verdient? Oh, 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 oh. Verdammt, verdammt. Kurdebauer. Hat er schon richtig gesagt. Oder du bist mit einem Bogen schnell genug, bevor die Alarm schlagen. Ha. Ich doch nicht. Oh, kommt her, ihr Losers. Oh, haben die mich verloren? Oh, der hat besonderen Schutz. Nachladen, nachladen, schneller. So. Momentan viel Terror, aber ja. Verdient durch Aufopferung, genau, genau. Habe ich das richtig gesehen, dass du den Bart abrasiert hast? Ich habe dich nur ganz kurz gesehen. Sollen vorbeilaufen. Du sitzt hier jetzt nicht so in meinem Einzugsgebiet. Das sah von weitem aus so ein bisschen wie Cal Kestis. Weißt, wen ich meine, ne? Oh, Granate! Noch weg. Hörst du auf, Granaten zu werfen? Das gehört sich nicht. Da, jetzt kann er wieder Monate wachsen. Genau. Mindestens 6 Jahre jünger dadurch. Mindestens. Ich wollte mich schon vorstellen, als ich dich gesehen habe. Ich dachte, du wärst der neue Azubi. So. Ah ja, stimmt, dann müssen wir da noch reinballern. Badabum. Mächtiger Zeus. Glaub's ja nicht. Ist hier Klassentreffen oder was? Oh ja, trinken. Trinken, gute Idee, danke dir. Ich habe ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Wie geht's dir, Junge?
alles in Butter. Kaputt schießen. Okay, noch was drücken? Nee. Du bist von den Toten zurück. Aber jetzt sag nicht, du hast die ganze Zeit mit dieser Krankheit zu kämpfen gehabt. Mit diesem krank, aber irgendwie doch nicht. Was war denn da los? So, zerstöre die Notsignalleuchte. Wo ist denn die eigentlich? Und was ist das? Ah. Eine fehlende Textur. Oh nein, oh nein. Ach, du hast gestern Zwischenprüfung. Toffel! Alter, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Zwischenprüfung, ja, das klingt ja interessant. Und? Gutes Gefühl? Was ist denn hier? Gutes Gefühl oder hast du es verbockt? Ja, da haben wir noch ein Kistchen. Alles voll. Okay, okay. So. Ach, die Notsignalleuchte. Zerstören wir. Warte. Oh ja, schön. Jawohl, Zacko. Bitte die Verspätung zu entschuldigen. Ich musste meinen Reiskocher noch waschen. Das ist jetzt die Frage, meinst du dein Auto oder hast du dir einen Reiskocher gekauft? Hab mir eine 1 bestanden und bin Klassenbester. Wow, wow, Respekt. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Herzlichen Glückwunsch. Sehr geil. Das freut mich. Stimmung in der Bude, jawollo. Hey, so viel waren schon lange nicht mehr da. Man merkt, dass der Sommer vorbei ist. Das Auto, ja, okay. Genau, alle auf Zeus, hier. Cheers, Zeus. Guck mal, was hier abgeht. Ich warte immer noch auf meine Drohne. Schiefe Säule. Vielleicht Drohne? Priyas Bergungsort. Uah! Uah! Heb da runter. Hallo? Hi. Was geht da drinnen vor? Bis dann. Wollen wir das wirklich wissen? Mal checken erstmal die Lage hier. Voll. Bin gerade wieder am Häufchen zocken. Oh, was haben wir denn da, Alter? Ein Raketenwerfer? Damn, boy. Den durfte ich bis jetzt einmal benutzen. Bei einer... Wie sagt man? Bei so einem Turm. Oh, das ist ja fett. Ich bekomme doch von der Firma auf 1% Regelung eingestellt. Ach, oh, ehrlich, eine Drohne? Das wusste ich nicht. Also wir hatten mal über Drohnen gesprochen. Und dass du dir eine holen willst. Aber dass über die Firma läuft, ist ja mega. Oh, da waren wir soweit. Also ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, dass du dann mega geile Fotos schießen kannst mit dem Ding. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir es davon hatten, dass es über die Firma laufen kann. Aber geil. Super. Was willst du mehr? So. Hat das Ding jetzt weggeschmissen? Ja. Kann ich aber wieder aufheben. Okay. So, dann hacken wir mal die Bude hier. Wenn es gut läuft. Ach Gott, Alter. Wer hat sich das denn ausgedacht hier? Wow, wow, wow. Bam. Wird, wenn alles klappt, eine DJI Mavic 3 Pro. Sagt mir gar nichts, kenne ich mir nicht aus. Aber ich bin mir sicher, dass du dich gut genug auskennst und es daher ein gescheites Gerät wird. Ich
habe vor etlichen Jahren hat mein Schwager an meinem Geburtstag mal eine mitgebracht. Das war ja so geil, ne? Das war, da war stürmisch wie die Sau, also richtig eklig. Und das Ding ist kerzengerade dahin geflogen, wo du wolltest. Hast dann per GPS-Koordinaten, konntest dann ins Nachbardorf. Oh, halt, ich muss hier schnell. Zum Nachbardorf in den McDonald's fliegen lassen und wieder zurück. Also könnte man theoretisch Bestellung aufgeben, hinfliegen lassen. Und das Zeug holen. Wie geil ist das denn, ne? Fachmännisch überbrückt, ne? So macht man das. Weißt du, wenn irgendwas nicht funktioniert, gegentreten und alles ist in Butter. Alles läuft. Ich hab mal... Hey, stehen bleiben. Ich hab mal mein erstes Auto, Mazda 626, 89er Baujahr. Da war der Magnetschalter kaputt, ne, vom Anlasser. Und dann musste ich da morgens immer Motorhaube auf, mit dem Schraubenschlüssel draufkloppen und dann ging das Ding erst an. Aber geiles Auto. Oh, hey, ich experimentiere Taylan, hier nur ein bisschen. Was machst rum. Du denn hier? Repariere. Zeugs. Wollte niemandem im Weg sein. Was machst du hier? Priya bat mich zu checken, ob noch etwas funktioniert. Warum bist du alleine hier? Es ist nicht sicher. Denkst du, macht es vielleicht Sinn, dass wir mehr mit ihnen reden? Nicht mit den Thanatoren. Die RDA meine ich natürlich. So natürlich. Viele werden verletzt. Was, wenn wir... Sprichst du mit jemandem? Oh, nein. Ich experimentiere nur rum. Ja, ja, ja. Okay. Sie müssen uns geortet Raketenwerfer wiederholen. Wir müssen weg. Zwei hier. Regeln der IT. Das kann doch nicht sein. Immer gut. Warum sollten Sie sowas tun? Ein Tritt und wieder fit. Ja, ja, genau. Vielleicht wollen Sie gar nicht kämpfen, sondern genau. Einfach nur mal schauen. Wir könnten Sie hiermit vertreiben. Ich glaube, Peter arbeitet auch so. Ich lasse nicht erstmal gegentreten, gucken, was passiert. So, schnell. Kommt her, ihr Knilche. Ich höre euch doch. Ja, oh. Nein! Stehen bleiben. Jo, okay. Mächtiger Badaboom. Halt, so rum. Okay, Ikran, Ikran. Komm, Fury. Auf geht's. So. Oh, ich bin selbst so verletzt dabei. Boom. In your face. So, noch Fragen? Arbeitet, ja. Ja. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert, weil ich da mit dem Update nicht so zufrieden war. Also wir haben ungefähr 2 Minuten über das Problem gesprochen und dann 20 Minuten Smalltalk. Problem nicht gelöst natürlich, ne? Einfach nur halt. Siehst du? Hat geklappt. Wie erwartet. Wahnsinn. Kann ich jetzt also hier bleiben? Schon geil. Und sagst du es bitte nicht, Priya? Ich arbeite an etwas sehr Hilfreichem. Versprochen. Wenn du das möchtest, sie könnte dir helfen. Man muss nicht alles alleine schaffen. Hm. Lupa, ich verstehe, warum du dem nicht getraut hast. Ich spreche bald mit ihr. Für dich habe ich auch etwas. Für was die Rettung meines sich da Labors. Rum? Und dafür, dass Typisch, du Priya schön nicht abgelenkt, sagst. Genau. So. Hey, Priya, wir haben die Position verteidigt. Die RDA ist bereits abgezogen. Oh, Swoopalicious, du hast ja gar kein Abo mehr. Kleiner Tipp, es ist September. Ja. Spare 25% er arbeitet an bei einem Sub. Will er dir lieber selber sagen? Ich sag halt nur. Er ist wirklich ein kleines Genie, nicht wahr? Oder besser noch, ein sehr großes. Ich warte dann gespannt auf seine Nachricht. Neuen Bogen? Ich glaube,
jetzt so viele Menschenfreunde. Oh, 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 oh. Achtung, Feinde voraus. Warte, 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 warte. Nein, da, 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 hörst du auf. So. Was war eure Mission hier? Komm, wir landen einfach mal. Können wir uns wenigstens Munition holen? Bis dann. Wenn getrennte Thanatoren gegen ADA kämpfen, gucke ich dabei zu und töte dann den Gewinner. Ah, ist das so? Okay, weil ich habe schon Spiele erlebt, wo dann einfach unendlich gekämpft wird, wo nichts passiert. Wenn das hier dann der Fall ist, ist das cool. Da gucke ich dann auch gerne zu. Genauso wie bei GTA. Beim Vierer schon. Wenn irgendwas passiert, ne, wenn sich so zwei kloppen, weil sie einen Unfall hatten oder so. Einfach neben hinstellen, zugucken. Finde ich sehr interessant, was dann passiert. Vor allem, wie dann am Schluss dann noch der Krankenwagen kommt und die Polizei und so. Auch bei Watch Dogs mega geil. Wenn du einen Unfall verursachst. Uppala. Oh, neue. Und einfach gucken, was passiert. Ist sehr geil. Irgendwann tötet es einen anderen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Digga. Ach. Ja. Ein Sarentu-Schrein. Ein umgefallener. Oh, Erinnerungsmalerei. Das wird jetzt wieder peinlich. Das ist nämlich schwer. So, Achtung. Da am Großherzsee ist ein Sturmgleiter. Oh. Alles klar, Zeus. Dann hau rein. Viel Spaß noch. Und jawohl, trink. Oh, halt. Oh, 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 oh. Schnell, schnell, schnell. Oh, jetzt muss ich mich gerade konzentrieren. Danke fürs Reinschauen auf jeden Fall. Ja, die sind schwer, ne? Vor allem. Also am Anfang geht's ja noch, aber wenn dann oh mein zwei, Gott, bist du lost. Wenn dann zwei gleichzeitig sind, auch noch in verschiedenen Bewegungen, dann wird's ein bisschen tricky. Ist zwar eine gute Gehirnübung, ne, linke Hälfte, rechte Hälfte, aber oh, mir fehlt dann doch so ein bisschen die Grundvoraussetzung für sowas. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich jetzt hier keinen großen Monitor habe, sonst würde ich das gar nicht sehen, bald auf einmal. Das ist so ein bisschen wie Qigong, wenn das jemand kennt. Ja, das Trinken löse ich gleich ein, Wärter. Oder Zeus. Wärter klingt komisch. Trinkwärter, wie wir uns ja geeinigt haben. Oh Gott, Alter, über Kreuz auch noch. Seid ihr des Wahnsinns. Ah, gedrückt halten. Okay, das ist neu mit RT drücken. Wow, 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 wow. Sei wie Wasser. Werde eins mit dem Wasser. LT auch noch. Ja, klar. Andere Seite auch noch. So. Nicht, dass wir jetzt so ein Portal öffnen wie Doctor Strange. Na doch, eigentlich wär's cool.
So. Sauber. Und, haben wir es jetzt? LBRB. Jetzt sag aber nicht, da kommt dann später noch LT und RT dazu. Dann krieg ich einen Krampf in die Finger. Und? Ja, sauber, beim ersten Versuch. Alles Leben in der Höhenprärie ist vom Wind geformt. Das Land, die Bäume, selbst mächtiger Stein muss sich den Brisen beugen. Und nicht nur das. Eigentlich die gesamte Seswa-Kultur, ihre Leben, ihre Erinnerungen und Geschichten. In allem folgen sie der Richtung des Windes. Aber wie können andere Clans davon wissen? Obgleich die Sarentu ihnen nicht mehr davon erzählen können.